Wenn du dein Antivirenprogramm regelmäßig updatest und deinen Rechner regelmäßig nach Viren scannst, wird dir dein Computer danken. Dabei heißt ein Virus nur noch umgangssprachlich so. Es gab früher so eine relative Aufteilung zwischen Viren, Würmern, Trojanern, wo man wirklich noch eine entsprechende Klassifizierung durchführen konnte. Heutzutage redet man eigentlich nur noch von Schadprogrammen, also Malware oder Malicious Codes, weil es keine wirklichen Grenzen mehr gibt, sondern viele Technologien, viele Angriffsarten sind halt ineinander verschwommen. Der Einfachheit sprechen wir dennoch weiterhin allgemein vom Virus. Er befällt, wie auch sein organischer Namensvetter, einen Wirt und richtet dort Schaden an. Das kann zu kaum bemerkbaren Störungen, aber auch zu Hardware-Schäden führen. Ein Wirt kann jede Art von Datei sein. Dokumente, Programmdateien oder andere Dateien mit ausführbaren Inhalten. Ist etwas infiziert, verbreitet sich der Virus automatisch auf andere Dateien, sobald die Datei von dir geöffnet wurde. Meistens handelt es sich nur um einen geringen Schaden, um die Leistung deines Gerätes zu verringern. Doch es kann auch mehr passieren. Auf dem Rechner findet sich eine Vielzahl von wirklich sensitiven und wichtigen Daten, zum Beispiel eben zu meinem Bankaccount oder Kreditkarteninformationen, wenn ich einkaufe, persönliche Daten, die natürlich drauf gespeichert sind. Und genau das sind natürlich Daten, die Kriminelle haben möchten, um eben dann Geld zu machen beispielsweise oder dann eben auch über Pressungsversuche versuchen, an Geld zu kommen. Der beste Schutz ist ein gutes Virenprogramm. Das Wichtigste dabei sind regelmäßige Updates. Erkennt es ihn erst, wenn er sich auffällig verhält. Dann ist es meistens schon zu spät. Die Kriminellen haben mittlerweile sehr schnell gelernt, neue Technologien zu adaptieren, in ihre Schadprogramme mit einfließen zu lassen, um eben neue Angriffsvektoren aufzumachen. Und dagegen schützt eben nur aktuelle Software, eben abgedatete Software mit neuen Technologien. Es gibt unzählige Virenprogramme. Drei gute davon stellen wir dir vor, damit du dich leichter für eins entscheiden kannst. FortiClient ist das Schweizer Taschenmesser unter den Antivirenprogrammen. Es ist kostenlos für die größten Betriebssysteme nutzbar. Das Programm unterstützt Windows, Mac OS X und für die Smartphones iOS und Android. Es wird auch The Personal Firewall genannt, weil es alle Bereiche abdeckt. Firewall, Antivirus, Webfiltering sowie Kontrolle und Optimierung. Komodo Internet Security eignet sich im Gegensatz zu FortiClient nur für deinen Windows-Rechner, ist aber ebenfalls Freeware. Die Bewertungen der Nutzer auf Ship Online sind zu 97% positiv, was ein sehr gutes Ergebnis ist. Dennoch ist diese Software bei den meisten unbekannt. Sie schützt deinen Rechner sowie dein Treiben im Internet. Beim Installieren solltest du jedoch aufpassen, dass du keine zusätzlichen Programme herunterlädst. Kaspersky ist eines der Vorzeigemodel unter den Antivirenprogrammen. Jedoch stolpert bei der Suche nach einem passenden Programm für sich jeder über diesen Namen. Es kostet rund 20 Euro, allerdings gibt es auch eine Gratis-Version davon. Gratis-Software muss sich immer auch rechnen für den Hersteller. Kein Hersteller der Welt kann überleben, wenn er kein Geld verdient. Das heißt, eine Gratis-Lösung ist oft der erste Schritt zu einer Bezahllösung. Eine Gratis-Version heißt nicht immer bei einem Hersteller, dass sie einen schlechteren Schutz liefert, nur oft ist der Schutz sehr limitiert und eben, sag ich mal, nur die erste Hürde zu einer Bezahlversion. Kaspersky wird sehr oft verwendet. Das Programm bietet dir ebenfalls einen allesumfassenden Schutz an. Vergleichsweise wurde es auf Ship Online von 78% der Nutzer positiv bewertet. Hast du deinen perfekten Schutz erst einmal gefunden, kann das sorglose Surfen losgehen.